Jetzt muss ich das mal ein bisschen abnehmen, weil das, was ich sagen will, da muss ich mich so ein bisschen verrenken. Ich weiß gar nicht, im Fernsehen habe ich es nicht gesehen, sondern ich glaube, das war im Internet. Und zwar war da eine Räumlichkeit und dann war so auf Eck diverse Sitzmöglichkeiten und es ging um ein Vorstellungsgespräch. Da kam jemand rein, hat sich hingesetzt und eine Person, die saß schon da. Mit einmal gab es so einen merkwürdigen Summton. Und die eine Person, die stand dann auf. Und die andere saß da und hat sich gewundert. Dann kam nach der Zeit dieser Summton wieder und die Person stand wieder auf. Und die andere Person kam ins Grübeln. Dann kamen noch zwei Personen rein, die setzten sich hin. Die eine Person steht wieder auf nach dem Summton. Und der Zweiter gesessen hat, steht plötzlich auch auf, weil er denkt, das gehört wohl so. Nach einiger Zeit geht das hin und her und alle vier stehen auf. Dann kommen noch mal zwei, drei Leute und die kriegen das spitz. Und die stehen plötzlich auch alle auf. Da frage ich mich, wie weit sind wir gesunken, um diesen ganzen Müll mitzumachen? Das ist geistiger Unsinn. Dann ist da eine Person, es stehen immer alle wieder auf. Die werden alle nacheinander rausgerufen. Und die eine Person, die nicht Bescheid wusste, aber trotzdem immer aufgestanden ist, die ist plötzlich beim Summton auch immer aufgestanden. Dann kam wieder eine Person rein und die ist nachher auch immer mit aufgestanden. Das ist ungefähr das Gleiche wie 1975. Da hatte ich mal den Einfall, mir so Flicken auf die Jeans zu nähen. Das fand ich unheimlich cool. Und 20, 25 Jahre später kriegt man die überall im Geschäft zu kaufen, dicke Flicken. Und alle bezahlen da 50, 60 und 70 Euro mehr für. Was für ein kranken Scheiß ist das denn? Heute ist es so, dass ich für eine teure Hose, die hier überall aufgeschnitten ist und cool hier rumlaufe, viel Geld bezahlen muss. Was für ein Unsinn, was lassen wir uns hier aufzwängen? Und so ist es mit Glauben und all den ganzen anderen Sachen genauso. Wir müssen erstmal erkennen, was wollen wir denn überhaupt? Was ist unser Anliegen? Wir haben Wünsche. Und wenn ich Frieden möchte, dann muss ich hier drinnen anfangen. Mein Herz, das hat Frieden, wenn ich daran arbeite. Und das kann ich nicht von dem und dem und dem machen lassen. Das muss ich doch selber tun. Und meine persönliche Gotteserfahrung muss ich erleben. Und ich kann davon sprechen, das gibt es. Gott ist aber etwas, was ich nicht einfach greifen kann. Aber es ist immer da. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann muss ich ganz ruhig werden und reinfühlen. Und nach entwickelt sich das in einem. Und dann fängt man auch anders an zu denken. Es passiert einfach was anderes. So viel dazu. Jetzt habe ich hier noch was. Oh, da muss ich mein Nasenfahrrad aufsetzen. So, John Lennon sollte doch jeder kennen, ein Bandmitglied der früheren Beatles. John Lennon über Psychopathen im Amt. Die Aufnahme mit der Originalaussage von John Lennon über Psychopathen im Amt habe ich schon lange gesucht und endlich gefunden. Unsere Gesellschaft wird von Verrückten geführt, für verrückte Ziele. Ich glaube, wir werden von Wahnsinnigen gelenkt, zu einem wahnsinnigen Ende. Und ich glaube, ich werde als Wahnsinniger eingesperrt, weil ich das sage. Das ist das Wahnsinnige daran. Lennon argumentiert, wir benötigen keine Regierung. Das Volk hat die Macht. Alles, was wir tun müssen, ist diese Macht im Volk zu wecken. Während er die Hand von Yoko Ono hält. Die Menschen haben das nicht begriffen. Sie sind nicht darauf getrimmt zu realisieren, dass sie die Macht haben. Das System ist so ausgelegt, damit alle glauben, der Staat wird alles richten. Wir sind der Staat. Und er sagt, gib Frieden eine Chance. Give peace a chance. Und jetzt noch eine Aussage von Udo Lindenberg. Der kann nämlich auch sowas dazu sagen. Udo Lindenberg nimmt Putin in Schutz. Ich auch, weil ich ein Putin-Kenner bin. Ich mach mein Ding, sagt Udo Lindenberg, vor gut 5 Jahren und schaffte mit dem Hit ein überraschendes Comeback. Der Sänger und Maler nimmt auch deshalb außerhalb der Bühne kein Blatt vor den Mund. Meist geht es dabei um Musik und nimmt im Ukraine-Konflikt
Russlands Präsident Wladimir Putin in Schutz. In einem Interview mit der Main Post kritisiert der Deutschrocker die NATO. Das westliche Militärbündnis habe sich nicht an die Absprache von Russland gehalten, nicht in die befreiten Länder der ehemaligen Sowjetunion zu expandieren. Deshalb werden die Russen sauer. Logisch. Das ist ja nicht Putin alleine, sagt Lindenberg. Wenn ich mit Politik irgendwas zu tun hätte, würde ich sagen, NATO, bitte schön raus aus den osteuropäischen Ländern. An erster Stelle solle seiner Ansicht nach stehen, die Freundschaft zu Russland wieder hinzukriegen. Nach all dem, was im Zweiten Weltkrieg so gelaufen ist, müssen wir heute mit Russland eine Freundschaft haben, sagt Lindenberg der Zeitung. Präsident Putin habe ich auch schon mal persönlich kennengelernt. Er könne sich auch vorstellen, nach Moskau zu reisen, um sich dort für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts einzusetzen. Ich bin dort auch schon ein paar Mal aufgetreten. Ich möchte gerne in dieser Hinsicht aktiv bleiben. Vor einer Eskalation in dem Konflikt zwischen der NATO und Russland hat Lindenberg Angst. Es könne leicht ein Fehler im Militärsystem passieren, ein Atomkrieg aus Versehen, so Lindenberg zur Main Post. Diese Gefahr habe er ja bereits in den 1980er Jahren bestanden. Dankeschön.